Das Angebot in offiziellen App-Stores ist groß und auch das Vertrauen der Anwender. Doch das wird von Cyberkriminellen immer wieder ausgenutzt. Gleich mehrere Fake-Navigations-Apps haben Experten für Internetsicherheit unlängst im Google Play Store entdeckt. Was die Kriminellen machen, ist, sie gehen hin und gaukeln einen speziellen Service vor. Das ist denen bei über 50 Millionen Menschen gelungen. Das heißt, 15 Apps konnten wir im Google Play Store identifizieren, die mittlerweile jetzt auch raus sind. Google hat also reagiert und die Fake-Navi-Apps wieder gelöscht. Doch bis zur Löschung haben die Kriminellen ihre Opfer bereits um Daten und Geld für den Download erleichtert. Das Prinzip war immer das gleiche. Sie haben einfach eine App drübergelegt und dahinter steckte eigentlich nur Google Maps, nicht mehr. Das hat der Nutzer ja kostenlos. Gleichzeitig hat man auch Nutzerdaten gesammelt. Das heißt, man hat seine persönlichen Daten angegeben. Und was ist dann passiert? Man hat zusätzlich Werbung erhalten, die man eigentlich gar nicht wollte. Damit machen natürlich derartige Betrüger zusätzlich Geld. Misstrauen ist hier der Schlüssel für die Anwender, um sich vor Fake-Apps zu schützen. Besonders auffällig ist hier die Forderung der Apps, etwa auf Kontaktdaten zugreifen zu wollen. Braucht beispielsweise eine App, mit der ich navigiere oder mit der ich irgendetwas anderes mache, zum Beispiel Bilder retuschieren kann, braucht die zum Beispiel einen Zugriff auf meine kompletten Kontaktdaten. Da sollte ich sofort hellhörig werden. Denn da geht es einfach darum, dass die Daten dann wiederum gestohlen werden, gegebenenfalls, und dann nutze ich für weitere Angriffe. Gleichzeitig sollten Apps nie ohne vorherige Recherche heruntergeladen werden. Hier reicht es nicht, nur auf die App-Bewertungen zu schauen, denn auch die können gefälscht sein. Wenn ich diese Apps überhaupt gar nicht kenne, noch nie gehört habe, dann kann ich mich auch erstmal im Internet schlau machen. Was ist das eigentlich? Das andere ist natürlich, habe ich eine Sicherheitssoftware drauf, dann macht die das automatisch für mich. Die blockt dann derartige Apps und sagt von vornherein, halt, stopp, das ist eine Betrugs-App. Die Tipps, wie Sie sich generell vor Fake-Apps schützen können. Recherchieren Sie den Namen der App im Internet. Erlauben Sie der App keine Zugriffsrechte, etwa auf Ihre Kontakte. Und nutzen Sie eine Sicherheitssoftware, die den Download von Fake-Apps verhindert. Bleibt der Rat, bei vermeintlich hilfreichen App-Neuentwicklungen besonders vorsichtig zu sein. Hinter dem versprochenen Zusatznutzen verbirgt sich vielleicht doch nur eine Masche, um Ihnen Geld und Daten zu stehlen.